We're going back to the 60s. Yes, und das mit der Retro Collection von Fire Event. Wir haben ja den Depeler schon vorgestellt, oben rechts verlinkt, auf Sie klicken bitte. Ist da, wenn ich mich nicht irre. Das sind jetzt die Retro Collection. Eine, keine Rarität, aber ja, wie sagt man, Kult? Qualitätsware. Qualitätsware, sehr gut gesagt, mein Freund. Hier haben wir jetzt drin einmal den D, Böller, den kennen wir ja schon oder ihr schon, und einmal den A. Sehr viel kleiner. Darf ich einen aufmachen? Natürlich, ja, ja. Ich glaube nie, oder? Super, irgendwie bringt das nie was. Ach, komm, kommst raus hier. Auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schön. Schöne, lange, graue Lunte. Das Papier ist halt nicht so schön drum gemacht wie bei Funke, aber dafür halten die von der Lautstärke her relativ oder sogar ganz gut mit, muss ich sagen. Oder was meinst du? Auf jeden Fall. Sind beides auf jeden Fall starke Konkurrenten. Ja, deswegen. Wir haben ja jetzt auch einen A-Böller hier von Funke. Wir können ja einfach mal D und A noch einmal miteinander vergleichen und euch das Pack jetzt mal auf unseren schönen Spot vorstellen. Viel Spaß! Draußen in unserer Location. Jetzt können wir sie testen, die Fire Event Retro Collection. Na dann, pack mal aus, Nico. Legen wir mal los. Ja, ja, wir haben einmal die D-Böller. Wir die erstmal, würde ich sagen. Wir haben die A-Böller, die D-Böller. Zeig mal, was haben sie an Gramm? So, haben wir hier vier A-Böller am Start mit jeweils 1,5 Gramm. Mal gucken, ob man es sieht in der Kamera. Ja, schaust du denn? Sieht man. Ah. Sagen wir, mach einfach mal die vier, die ich hier am Start habe. Ich würde sagen, schmeißen wir mal in die Richtung. Oh, hier kommt unser Böller. Böller-Massaker. So, der erste A-Böller. Böller-Massaker oben rechts verlinkt. Oh, sehr, ja, gute die Teile. Sehr gute Teile. Oh ja. Richtig schön dumpf. Sehr gute Teile. Ja. Boah, der letzte. Richtig schöne Arbeit. Für 1,5 Gramm echt super. Dann zeigen wir die D-Böller. So, machen wir zwei D-Böller. Sieht aus wie so ein Christmas-Geschenk. So, haben wir 4,2 Gramm. Drehen wir mal. Genau. 4,2 Gramm, falls ihr es sieht. Im Fokus. 4,2 genau. Gramm. Super. Machen wir die wieder. Jo, legen wir mal los. So, der erste. Oh, Alter, im Hintergrund geht's ab. Aber oh, die ja. Halten gut mit. Sehr gute Teile. Sogar mit einem Rauchkreis. Oh. Ah, sieht man leider nicht. Ja, schade. Aber sehr, sehr schön. Sehr dumpf. Auf jeden Fall ist eine sehr gute Collection. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir bezahlt? 12 Euro, glaube ich. 12 Euro. Sehr, sehr, sehr gut. Lohnt sich auf jeden Fall. Für die Vitrine auf jeden Fall. Die Qualität muss man immer bezahlen. Ihr habt 4x A, 2x D. Lohnt sich. Und ich will auch nochmal sagen, Berlin. Es knallt, es rumst überall. Ihr seid einfach nur krass. Und damit würde ich das Video beenden. Lasst ein Abo, einen Like und einen Kommentar unten drin. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.